So, hallo. Wir machen weiter. Bei Harold Royas. Und letztes Mal. Weiß ich wieder gar nicht. Wir machen halt Missionen. Wir machen halt Missionen. Und wir machen weiter Missionen. Ne? Und wenn was blinkt, dann upgraden wir. Und wenn nichts blinkt, dann upgraden wir halt nicht. Und ich brauche immer noch, verdammt nochmal, zwei Exalfos. Quatsch. Ein Ex. Eigentlich brauche ich nur einen blauen Exalfos-Schwanz. Sag mal, ich werde doch jetzt hier irgendwo mal ganz fix zwei Exalfos herkriegen. Wir gucken jetzt mal ganz. Vielleicht sehe ich das. Wenn ich jetzt hier kurz den rausnehme, ob dann da irgendwo. Ja, jetzt sehe ich natürlich den Unterschied wieder nicht. Ich wollte schauen, ob ich jetzt. Ah, ich kann es aber von hier aus nicht auslösen. Ich wollte schauen, ob ich dann. Sehe ich hier vielleicht einen Unterschied? Nein, so sehe ich den Unterschied nicht. Jetzt ist es an. Jetzt ist es aus. Welche blinken nicht? Ich weiß, ich könnte die anderen auch an- und ausmachen, ne? Das ist so ein bisschen. Ach, ist das doof. Wenn alles blinkt, weiß man halt nicht, wo es den Kram gibt, den man braucht. Ich meine, man kann es ja durchgehen. Man kann dann auf Schlachtinfos klicken und dann sieht man, was man dafür bekommt. Ah, so sieht man es dann. Ach Gott, ey. Okay. So, also ich brauche eine ganz kleine Mission, wo es halt einen blöden Exalverschwanz gibt. Gibt es hier Exalverschwanz? Und ich muss wahrscheinlich eine machen, die ich schon mal hatte. Nein, hier auch nicht. Das ist halt so eine große. Ne, der hat Athenofestung. Wieso gibt es denn hier bei den ganzen, hier bei den. Bei denen überall habe ich gedacht, dass es da blaue Exalfosse gibt. Hier bei den ganzen MIFA-Missionen. Aber da gibt es keine blauen Exalfosse? Was? Also, for real? Ach so, nein, das ist die Belohnung. Ich dumm. Das ist die Belohnung. Aber wenn es so Gegner hier gibt, dann ist es ja wieder was an. Das sagt mir das ja dann. Das zeigt mir das dann ja gar nicht. Ist das blöd? Und das sind ja nur die Hauptgegner. Die Hauptgegner kriege ich hier ja gar nicht angezeigt. Na, wenn ich hier auf Schlachtinfos gehe, dann. Hier sind auf jeden Fall blaue Exalfosse zum Beispiel dabei. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, ist das dumm. Ich wollte halt jetzt gerne mal diese blöden Rasseln da weghaben. Aber dafür müsste ich die anderen Sachen kurz ausstellen, dass es alles nicht mehr blinkt, dass nur noch eine Mission mit. Aber es ist ja dann nur die Belohnung, die das an. Oder? Nee, es müsste doch auch, wenn es normal dort in der Mission gibt, also wenn es Gegner gibt, die dort so rumlaufen. Aber dann müsste doch das blinken. Hier gab es doch hundertprozentig blaue Exalfosse. Und hier überall. Also ich verstehe es nicht. So komme ich nicht an. So komme ich. Wenn ich jetzt auf Verdacht eine Mission spiele und gibt es da keinen blauen Exalfos-Schwanz, dann bin ich sowieso wieder der Depp, der Mission, der. Ja, ne? Weißt du schon. Vielleicht gab es auch bei so einem Training vielleicht mal so ein Mini-Training irgendwie einen blauen Exalfos. Dicke Dingse, keine Ahnung. Gab es hier nicht irgendwo diese ganzen kleinen Sachen? Wo war denn das alles? Ach, ich werde das jetzt nicht finden. Ah, diese Hallen. Ja, genau, diese Arena-Kämpfe. Gab es da nicht auch blaue Exalfosse? Nee, das ist alles nichts. Nee. Nee, ist auch kein blauer Exalfoss. Ach, lassen wir es. Wir machen einfach weiter. Mit dem stärksten Krieger von Hyrule. Keine Heil-Items, Zeitlimit. Ah, da kämpfen wir jetzt gegen. Okay, ich verstehe. Gut. Link, tu, was du kannst. Oh, Link ist ein Gegner, scheinbar. Ja, gut. Ich werde diese Kraft zum Wohle aller nutzen. Dann kämpft wohl Zelda gegen alle, wenn Link nicht gegen alle kämpfen kann. Weil Link wahrscheinlich selbst Gegner ist. Ja, okay.
Oh, aber die Belohnung. Oh mein Gott, guckt euch die Belohnung an. Ja, ich will. Einfach ein Link-Outfit. Das ziehen wir sofort an. Ich will. Ich will sowas von. Okay, die Mission müssen wir schaffen. Die Mission müssen wir schaffen. Da gibt's einfach das Link-Outfit. Ab dafür. Das wäre die einzige Kleidung, die ich wirklich anziehen möchte. Da habe ich wieder 5 Minuten rumgewurschtelt, ne? Ich sag nichts mehr dazu. So. Kommt her. Nein. Na schön. So, Revali, hier und da und das da und das da auch. Sehr schön. Das trifft nicht gerade wirklich, so wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt aber. So. Jawohl. Und gleich haben wir ihn in der ersten Phase drin. Aua. Nein, so nicht. So auch nicht. Yes! Ab dafür. Wo ist er denn da oben? Lol. Zelda fliegt mal eine Runde, ist okay. Ich weiß nicht, ob Zelda die Beste für den Abschnitt ist. Weil Zelda halt jetzt noch nicht so viel kann, ne? Weil bei den anderen habe ich halt eigentlich auch einfach die gleichen Optionen. Okay, das ist jetzt gut. Wenn sie sowas machen, ist es natürlich gut, weil dann kann ich drauf. Jetzt konnte ich mal richtig drauf. Nice. Und wieder drauf. Nein, zu langsam. Passt perfekt. Passt perfekt. Sehr schön. So läuft es schon besser. Na schön. Nice. Aber ich weiß nicht, wo die immer hinfeuert, wenn die da plötzlich woanders dieses Ding aufmacht. Warum trifft die denn eh nicht mehr? So als wäre sie einfach jetzt komplett lost. Aber damit trifft sie ganz gut. Ja, nice. Ab dafür, aua. Hätte ich eigentlich Magie, dürfte ich Magie? Ja, okay, Magie dürfte ich einsetzen. Es war zwar einiges eingeschränkt, aber Magie war es dann nicht. Und tschüss. So, wer jetzt? Koga. Gehauen. Ja, jetzt komme ich natürlich wieder nicht zum Aufladen. Ach, ist das Kacke. Oh, okay, der macht ein bisschen mehr Schaden als Revali. Nice. Jetzt aber. Ich spüre die
Komm nicht weg! Aua! Oh je. Ja, Zelda bräuchte noch ein bisschen mehr Energie, ne? Also Angriff und so, meine ich. Die A-Attacke hebe ich mir mal lieber auf. Ja, so geht schon. So geht schon ganz gut. Aber es würde sich besser anfühlen, wenn man ihm mehr abziehen würde, ne? Es ist so ein bisschen... Nein, nein, nicht schon wieder. Kommt man da irgendwie raus? Aua. Ja, solange der schön Sachen einsetzt, die ich kontern kann, ist es okay. Da kann ich ihn ganz gut abziehen. Nice! Okay, das war's. An der Stelle auch wieder. Sehr schön. Ist halt dann die Frage, wie lange man für Link noch braucht, ne? Ich meine, wir haben noch 4 Minuten. Oh, nice. Das lädt mein A erstmal wieder auf. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, dass der die spawnt. Damit lade ich mein A nämlich wieder mehr auf. Das ist okay. Nice. Jetzt haben wir 2x A für Link. Das ist ganz cool. Da können wir nämlich auf jeden Fall... Bombe. Da können wir nämlich auf jeden Fall gut reinknallen dann. So, Link, wo bist du? Oh, er hat sogar jetzt schon das Outfit an. Wie nice. Das Outfit, was wir gleich haben werden. Ne, Link? Wollte ich nur mal gesagt haben. Ah, sieht das cool aus. Ich will dieses Outfit. Nice. Er lässt sich auch so ganz gut verprügeln. So. Jawohl. Zelda zerlegt Link. Gefällt mir. Und das war's. Stabil. Ich war siegreich. Nein, es war es noch nicht. Was kommt denn jetzt? Eine Besessenheit Ganon? Mama? Aua? Aua?
Hätte mir dafür das A aufheben sollen. Scheiße. Okay. Ich heile mich mal schnell zur Sicherheit. Ich bin ja nicht sicher, wie gut das hier läuft. Aber es sieht ganz gut aus. Ja, ich glaube, ich war etwas zu... Ich war etwas zu... zu ängstlich. Ich dachte, das Ding kann mehr, aber das... Das zieht ja böse. Das frisst ja richtig böse. Ja, nice. Okay, tschüss. Das war's dann an der Stelle auch für dich. Komplett, mein Freund. Und tschüss. Nice. Wir haben das Outfit. Wir haben das Outfit. Gefällt mir. Like. Yes, gleich anziehen. Das ist das einzige Outfit, was ich anziehen werde. Weil die anderen, es bringt halt nichts. Es ist ja nur aussehend, ne? Es ist ja nur aussehen. Das könnte man jetzt sogar färben, ne? Das könnte man jetzt rot färben, dann hätte man das Angriffsoutfit. Also Angriffsoutfit, wenn man in Richtung Dings denkt. Oha, was passiert jetzt? Oha. Noch eine neue Mission, okay. Meinetwegen. Wie viel würde es jetzt kosten, dieses Zeug zu färben? Knapp 1200. Ach so, jede Farbe hat... Okay, man kann es aber jederzeit für 60 Rubine zurückmachen. Was ist denn die teuerste Farbe? Warum ist denn weiß die teuerste Farbe? Wie sieht denn weiß aus? Nee. Aber rot würde ich feiern. Das in rot würde ich irgendwie schon feiern, oder? Umkleide X, was ist das? Also die anderen dann ja auch rot, ne? Aber kann ich die vorher sehen? Kann ich alle vorher in rot einmal sehen, wie das aussehen würde? Oder kriege ich die nur einzeln angezeigt? Ach so, ja gut. Ja gut, ja. Ich muss jetzt erstmal anziehen. Moment. Nun ist es Zeit, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. 1, 2, 3. Nice. Unser Link. So, Das ist mein Link. So, okay, und wenn ich das jetzt rot färbe... Sieht das dann aus oder eher nicht so? Lassen wir es grün. Ist es originaler? Lassen wir es grün. Wenn ihr eine andere Farbe wollt, schreibt es in die Kommentare. So. Die Mission hier ist neu aufgetaucht. Yo. Misswahlwettbewerb. Nur bestimmte Kämpfer. Ich muss mit Impa kämpfen, oder was? Nein, ich kann auch... Wieso ist Link wieder... Ah. Oh. Ich werde diese Kraft zum Wohle aller nutzen. Oh,
Oh, Zelda kann was anderes anziehen auch. Zelda hat auch zwei verschiedene Kleidungsstücke, habe ich gar nicht gesehen. Aber nur das. Ja, komm, in der Wüste mit Winterkleidung passt. Läuft. Läuft bei Zelda. So, okay. Aber Link darf man wieder nicht nutzen. Da gibt's wieder Kleidung. Ah, diese Frauen-Gerudo-Dingens-Kleidung. Ja gut. Die werde ich eher nicht mit Link anziehen. Aber dann ist das heute mal ein Zelda-Part. Zelda kämpft gegen alle. Oh. Wo geht's denn los? Nicht quatschen, kämpfen. Oh, erstmal gegen Impa, okay. Na, das hat ja gut funktioniert. Okay, aber hier ist jetzt energietechnisch viel einfacher. Also zumindest Impa wird sehr schnell verprügelt. Wow. Das dauert nicht so viele Runden dann. Okay, es sind auch 5 Gegner, muss man dazu sagen. Keine 4. 3. Aber das ist eine Runde durch und dann hat man sie schon weg. Nice. Oh, gab ein Level-Up für Zelda. Damit hat sie jetzt 3 A's bekommen. Schöne Sache. Setzen wir dann aber erst ein, wenn wir es wirklich brauchen. Solange wir so schnell Energie abziehen wie hier, ne? Auch da wieder. Wahrscheinlich ist Urbosa einmal auf der Schnellattacke und dann war es das schon. Ja, wow. Wow. Okay, der Spruch, ihr seid mir zuwider an der Stelle, ist natürlich völlig unangebracht, wenn es gegen Zelda kämpft, ne? Und es eigentlich nur ein Spaßkampf ist, aber gut. Was soll's. Da hätte man vielleicht die Sprüche anpassen sollen können. Oh, okay, gegen Mipha und Dings gleichzeitig. Wenn sie beide da sind, setze ich eine A-Attacke ein. Komm her, Mipha. Komm. Ab dafür. Ich werde Hyrule beschützen. Ich hoffe, ich treffe. Ja, ich habe beide getroffen. Sehr schön. Mipha! Doch. Du hast leider keine Chance. Oha. Jetzt kommt da so eine Fee. Zack. Oh lol, ein Schlag hat gefehlt. Und was kommt jetzt noch? Ach, Link. Link als Frau oder was? Ich wollte nämlich gerade sagen, das sind doch hier alles Frauenkämpfe. Link als Frau tatsächlich. Null. Hat sich einfach mit reingemuggelt. In den Miss Wahl-Wettbewerb. Warum auch immer. Hätte man vielleicht in der Missionsbeschreibung lesen können, ne?
Können wir gleich noch nachlesen. Machen wir gleich noch. Warum sich Link hier in den Frauenwettkampf einmischt. Oh, übrigens, ich gehe mal ganz kurz eine Runde hier spazieren. Ich habe nicht geguckt, ob es hier irgendwo Crocs geben könnte. Und ich sehe, da sind so ein paar Möglichkeiten, die ich ganz kurz einmal ablaufen möchte. Ich weiß, das liegt daran, dass halt die ganze Map offen ist und man somit natürlich diese Wege halt hat. Aber trotzdem ist es ja nicht ausgeschlossen dann, dass sie hier einen Croc irgendwo verstecken. Nö. Gerade da hinten in diesem engen Ganghaus-Gedingse. Weil sie hätten sie auch zumachen können, eigentlich, theoretisch. So wie hier, da haben sie es ja auch zugemacht. Ja, Link, gleich. Wir machen gleich weiter, Link. Ich habe mich nicht vor dir versteckt oder so, ne? Ich will nur sicher gehen, dass ich hier nichts verpasse an Crocs. Link denkt sich auch so, die spinnt, was macht die? Jetzt. So, hier ist noch ein Gang. Okay. Ich gehe davon aus, hier ist kein Croc. Ich werde Hyrule beschützen. Mach das bereit. Ah, oh, schade, den habe ich verpeilt. So. Und tschüss. Ja. Das ist genug eine angenehme Überraschung. Die Schlacht der Miss Vai gewonnen. Alles klar. So. Toller Wettbewerb auf jeden Fall. Nichts Brauchbares dabei. Nein, nichts für Link. Nichts für Link. Darf jeder anziehen, der möchte. Mein Link zieht das nicht an. So, wo ist Blutmond? Da oben. Ist das schon wieder die Mission? Es ist einfach immer die gleiche Mission. So. Okay, der Mond scheint hier besonders oft zu scheinen. Okay. Gut, keine neue Mission dazugekommen diesmal. Das heißt, hier schließt sich diese Strecke erstmal ab. Gut, jo, irgendwie ist das Bild gerade ein bisschen wackeliger. Seht ihr das? Ich speichere mal kurz. Falls mir hier gleich irgendwas abschmiert. So, jetzt ist wieder normal. Das ist ja interessant. Vielleicht hat man es in der Aufnahme auch gar nicht gesehen. So, ich habe es immer noch nicht geschafft, zufällig einen blauen Exalfoss zu bekämpfen dabei, ne? Es ist unglaublich. Haben wir nicht irgendwo eine ganz kleine Mission hier, die, wo man schnell mal einen blauen Exalfoss verprügelt? Irgendwo. Wo gibt es denn blaue Exalfosse?
Es werden halt immer nur die Hauptgegner angezeigt. Und da weiß man dann immer nicht, ne? Sind da jetzt Exalforce dabei oder nicht? Oder doch? Oder vielleicht? Teklis Tränen Zoras. Aber guck mal, bei den Zoras kämpfen die, kämpft ja Link gegen die Zoras. Das ist ja wieder was anderes. Wo ist denn Mifas Training? Gegen wen kämpfen wir denn da? X? Moblin Exalfos. Sind das keine blauen? Komm, wir gehen da nochmal. Wir gehen mal ganz fix durch Mifas Training hier durch. Das ist ja eine ganz schnelle Mission. Ich meine, das war Stufe 6. Jetzt ist die Stufe über 60. Also keine Ahnung. Das sollte ja ganz fix gehen. Ist da kein blauer Exalfos-Schwanz zu bekommen? Kann doch nicht sein. Ich will doch nur einen blauen Exalfos-Schwanz. Oder sind das hier alles grüne Exalfos? Ich will doch nur einen blauen Exalfos. Die müssen doch, wenn, dann in diesem Gebiet hier sein. Oder sind blaue Exalfosse dann in Revalis Gebiet? Und das Blau steht gar nicht fürs Wasser. I don't know. Das sind auf jeden Fall das normale Exalfosse, oder? Ja, Exalfos Sporn. Exalfos Horn. Horn. Holzbündel. Die Musik ist so gut. Aber leider sind es tatsächlich keine blauen Exalfosse. Moblinhauer, Exalfos Horn. Ich muss es tun. Exalfos Schwanz, aber kein blauer. Ich darf nicht verlieren. Nimm einfach den Exalfos Schwanz und färbe ihn so. So macht man das nämlich heute. Keine Zurückhaltung. Ich beschütze alle. Diese riesigen Meute wirst du auch nicht verlieren. Ja, leider nicht das, was ich wollte. Nicht mal im Ansatz das, was ich wollte. Aber Geld. Geld kann man immer mitnehmen. Hey, habe ich nicht... Ach, da. Exalfos Schwanz. Ja, aber es ist grün, das Ding. Ich brauche keinen grünen Exalfos Schwanz. Ich brauche einen blauen. Wo gibt es denn blaue Exalfos? Ich dachte, hier im Gebiet. Ich meine, das sind ja die etwas stärkeren. Das ist mir schon klar, aber... Wann sind die denn das erste Mal aufgetaucht? Ich will halt keine große Mission machen, wo die auftauchen. Es muss doch eine kleine Mission mit Exalfos, mit blauen Exalfossen geben, Herrschaftszeiten. Mal jetzt mal Folgendes. Ich müsste doch hier die ganzen... Ach, das ist ja Quatsch, das wollte ich doch gar nicht.
Missionen mit Sensor. Ja, das da brauche ich. So. Ich nehme da mal kurz ein paar raus. Zum Beispiel die da. Ich nehme sie alle raus. Ich lasse nur den Exalfos drin. So. Was leuchtet jetzt noch? Tatsächlich sind sie hier. Oh, und da. Da ist auch ein blauer Exalfos. Ist das eine große? Aber es ist eine große Mission, ne? Ja, nee. Aber hier gibt's blaue Exalfosse. Also doch dieses Gebiet. Spezialtraining Eis und Blitz. Rius Training. Ah, okay, ich verstehe. Eskorte. Große Feen, Tiefschnee. Das sind alles so lange Missionen. Sturm der Orni. Ja, das machen wir. Eis-Spezialtraining einfach, machen wir ganz fix. Wenn da blaue Exalfosse dabei sind, dann raschen wir da einmal schnell durch mit Link und haben dann endlich diesen Mist fertig. Es ist halt Quatsch, die ganze Zeit das alles mit dem Sensor anzulassen, wenn alles blinkt und ich dann nie das richtige Item finde. Wenn vor allem nur ein blöder Exalfos-Schwanz fehlt, ein blauer. Das ist halt völliger Quatsch. Okay, dann eben so. Ja, ich habe halt irgendwie blaue Exalfos mit Zora-Gebiet verbunden. Ich weiß nicht, warum. Ah, er sieht so nice aus in seinem grünen Outfit. Ich feier das böse. Seid ihr blaue Exalfosse? Wie, ihr seid keine blauen Exalfosse. Blaue Exalfos-Schwanz, ja, Halleluja. Da haben wir ihn ja schon. Das hätte ich eher haben können, aber gut. So. Easy. Also so diese alten Missionen nochmal spielen, gibt halt richtig schnell Kohle, ne? 600 Rubine einfach wieder drauf. Und mit Glück kriegt man ja noch eine Waffe dazu, die man vielleicht verkaufen kann. Ne, und so weiter. Zwei blaue Exalfos-Schwänze haben wir rausgeholt aus der Mission. Einer reicht. Perfekt. So muss das. So habe ich mir das vorgestellt. Wo ist Blutmond? Diesmal nicht hier. Sensationell. Da unten. Das ist die Hateno-Mission, ne? Ja. So, jetzt aber erstmal hier. Ab dafür. Und wo ist das nächste? Da. Was brauchen wir hierfür? Ein Krogsamen fehlt noch. Oh, gucke mal. Stauraum, Waffeninventar plus 4 und ein Apfel mehr. Ein Krogsamen fehlt noch. Ja, und hier wissen wir ja, dass hier auch noch einer fehlt zum Einsammeln. Ne? Den müssen wir noch suchen. Da war ich irgendwo nicht gründlich genug während der finalen Mission. Ich weiß auch wo. Ich habe doch die ganze Zeit... Naja, ich glaube zu wissen wo. Ich bin mir nicht sicher.
Aber da gehen wir später nochmal durch, jetzt nicht. Okay, aber dann brauche ich das jetzt auch nicht auf das Radar zu setzen, weil das geht dann nur um die Krochsamen hier. Die kriegen wir hin. Was fehlt hier? Oh. Blaue Exhalverschwänzchen. Ja, okay. Ja, okay. Gibt es vielleicht eine Mission, die wir noch nicht gespielt haben, in der wir... Ach so. Ja? Die Flederflügel können wir hier erstmal holen. Oh. Oh. Also die Flügel kriegen wir durch Kauf zusammen. Na gut, und blaue Exhalfosse. Ganz ehrlich. Das machen wir jetzt in dem Part noch. Das machen wir jetzt einfach in dem Part noch. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Was weg ist, ist weg. 600 Rubine pro Mission. Passt doch. Ich könnte eigentlich sogar 1200 Rubine draus machen, wenn ich diese Pampe immer einsetze. Das Rezept, ne? Weil die Herzen kann ich mir problemlos abziehen lassen. Das ist nicht das Problem. Könnte ich eigentlich mal machen. Könnte ich eigentlich machen. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Mission. Oh, das sind sogar Eisflederflügel. Vielleicht kommen da auch gleich welche raus. Wäre natürlich cool. Ja, sehr schön. Da kamen auch ein paar Flügel mit raus. Ich brauche keinen Sporn, ich brauche Schwänze. Das klang falsch. Glück bin ich kein so großer YouTuber, bei dem solche Sätze aus dem Kontext gerissen jetzt irgendwo als Meme hochgeladen werden. Glück gehabt. So. Jawohl, noch ein Exhalverschwanz. Aua. Okay, noch irgendwo ein Exhalfoss, bevor wir hier hochgehen. Na gut. Mehr gibt's nicht. Okay, ist in Ordnung. Ist okay. So, das war das. Okay, nice, 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 nice. Noch einmal rein und dann haben wir sie schon zusammen. Das war viel besser als vorhin. Vorhin haben wir nur 2 bekommen, diesmal haben wir 5 bekommen. Optimal. Dann gehe ich jetzt auch gar nicht kaufen, weil vielleicht kriege ich ja die Flederbeißflügel auch so. Nö? Vielleicht kriege ich die auch so schon zusammen. Das wäre doch was. Und dann gibt es hier einmal die Pampe. Und ab dafür. So macht man Kohle. Da ba da ba ba da bam. Ja, die blauen Exhalfosse sind halt in den aktuellen Missionen, kommt die schon deswegen gar nicht mehr vor, weil die halt viel schwächer sind, ne? Ich weiß schon, ich weiß schon. Das ist okay.
Hätte ich wahrscheinlich lange warten können, bis die mal wieder auftauchen. Irgendeine Mission hätte es bestimmt gegeben, die ich auch noch rausgefunden hätte, vielleicht, bla bla. Aber so ist es doch einfacher. Dann haben wir es weg und dann ist auch gut. Jawohl, Exalfus-Schwanz war dabei. Aber bisher nur einer scheinbar. Das ist noch nicht so die beste Ausbeute. Ah, da war noch einer. Zwei. Bisher zwei, oder? Ah, drei, 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 drei. Hier war keiner mehr, ne? Nee, schade. Okay. Müssen wir wohl nochmal rein. Hat nicht gereicht. Was soll's. Und 1200... Ach so! Ah, er hat nur die 200 da oben. Ach, ich verstehe. Er verdoppelt nur die Schlacht gewonnen. Kampfdauer und bis... Ja, okay. Ich dachte, wir kriegen jetzt 1200 statt 600. War wieder nix. Na gut, dann war die Pampe eigentlich fast Verschwendung bei dem, in dem Fall. Aber ist okay. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Es gibt Schlimmeres. So, wie viel fehlen noch? Einer, wieder einer! Jeweils einer! Ah. Okay. Wehe, jetzt bekomme ich keinen einzigen. Flederbeißflügel wäre ja egal, die könnte ich kaufen. Die wären egal, die könnte ich kaufen. Aber die Exalverschwänze nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Es dauert länger zu laden als die Mission. Das Laden dauert länger als die Mission. Bam, 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 bam. Ist halt echt so. Alter. Ist halt einfach echt so. Traurig, aua. Jawohl. Jawohl. Perfekt. Alles vollständig. Ab dafür. Hallo, wo bin ich? Was war das denn? Das war interessant. Komm mal her. Ach komm. Ja. Alter, ihr seid so... So schlecht einfach. So, jetzt. Double Kill. So muss das. Gut.
Nice. So, jetzt holen wir uns die Verbesserung fürs Eis. Dann haben wir die auch weg. Dass wir mal den ganzen Kram da weg haben mit dem Upgrades. Ne? Gib mir das. Ach ja, ich wollte ja... Mache ich gleich ganz schnell noch. Ich wollte ja hier unten die Missionsbeschreibung lesen. Frauen aus allen Ecken des Landes versammeln sich in Gerudo-Stadt, um über den Titel der Miss Wei zu entscheiden. Und der Wettbewerb beginnt. Und wie entscheiden sie? Indem sie sich verprügeln. Jawohl. Und Link kommt einfach auch mit dazu. Alles klar. Das war der Missionstext. Ich weiß genau, warum ich den nicht lese. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.